Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Chaos, und willkommen zurück bei Let's Play Metal Gear Solid 3. In der HD Edition. Ja, beim letzten Mal haben wir es ja dann doch durch Evas Hilfe weiter in den Dschungel geschafft. Und sind jetzt hier in einem riesigen Sumpfgebiet mit Alligatoren und ganz viel sonstigen lustigen, spaßigen, kleinen, tierischen Freunden. Wie diese Schlange da hinten, wie ich glaube, giftig ist. Deshalb werden wir jetzt Snake Hunter anstatt Snake Eater. Gucken, dass sie uns nicht erwischt. Oh nein, sie kommt, sie kommt. Ja, ich huste ein wenig, tut mir leid. Krankheit und so. Ja, getötet. So, R Schlange D. Die ganzen Kurzbezeichnungen, ich weiß bis heute nicht wirklich, was das bedeutet. Dann gucken wir doch mal in. Ah, jetzt bin ich. Nee, in Codec gegangen, das wollte ich nicht. Hier. Nahrung. Okay, die Netzpython, wie ihr seht, da sind Fliegen dran, das heißt, sie ist verdorben. Die können wir mal schön wegwerfen. Ich wüsste wie. Draufdrücken. Ja, weglegen. Schön. So, Rationen und Instant-Nudeln werden nie schlecht. Und hier eine Korallenschlange. Wahrscheinlich giftig, aber wir können sie ja mal behalten. Ich glaube, dass sie giftig ist, stört uns beim Essen theoretisch nicht. Denn Snake würde sie ja theoretisch vorher ausweiden und solche Späße. Und da sind auch ganz viele. Wow! Kommen die denn her? Plötzlich war sie da. Ja, hier sind auch ganz viele Krokodilze und so. Und da unten drehen sich zwei Items, die ich gerne haben möchte. Eine WP-Granate, das sind Brandgranaten. Und Munition für, na, meine Betäubungskniffe. So, mal gucken, dass wir jetzt hier durchkommen. Ohne großartig von wildem Getier angeknabbert zu werden. Das geht ja auch gleich ins Schwimmen über. Dann kann ich auch tauchen. Und absolut gar nichts sehen. Okay. So, mein Stamina-Balken ist zeitgleich. Achso, ich sehe nichts. Nanu, Trophäe, ich sehe dich. Ja, mein Stamina-Balken ist zeitgleich der maximale Luftbalken, der ab und zu mal aufgefüllt werden sollte. So, und da gab es gerade ein kleines Schmatzgeräusch. Und das zieht mir ganz schön Stamina runter. Ich zeige euch gleich, was es ist, aber erst wenn ich draußen bin, denn früher nützt das gar nichts. So, ich glaube, hier ist so der versteckte Punkt, wo man durch kann. Ja. Denn ich sagte euch beim letzten Mal ja schon, es gibt hier eine ganze Menge Secrets in diesem Areal. Und die werde ich euch auch zeigen. Zumindest so gut ich sie aus dem Kopf kenne. So. Wir müssen in den Heilmittelbereich gehen. Und da seht ihr Blutegel. Ihhh. Da haben sie sich festgesaugt. An den tollsten Stellen. Einer hinten. An einer tollen Stelle. Und einer vorne an einer tollen Stelle. So, abzukriegen, ganz einfach. Zigarre. Draufdrücken, Blutegel weg. Problem gelöst. Kommen immer wieder, wenn ich ins Wasser gehe. Es gab irgendwas, womit ich mich quasi vor den schützen kann. Muss noch mal überlegen, was. Snake, are you there? Eva? Did you miss me? Did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulgan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traitors have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes,
in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment. And by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. So, wieder in Action. Ja, irgendwie konnte man sich vor den Blutegeln schützen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie. Irgendwas muss ich ausrüsten. Naja, wie dem auch sei. Machen wir weiter, indem wir hier tolle Sachen finden. Das Infrarotgerät immer eins unserer besten Hilfsmittel, um irgendwas zu finden, was irgendwie was mit Menschen und halt Items zu tun hat, das nicht in die Umgebung passt. So. Lustigerweise auch später dazu da, um Drähte zu finden. Also es gibt dann quasi sowas wie hier, nur halt auf den Boden gespannt. Und diese Drähte... Ah, wie soll ich es nennen? Sind halt so Falldrähte, die lösen dann Mechanismen aus. Oh Gott, jetzt habe ich losgelassen. Ja, ich sollte erstmal mein Stamina hochbringen, bevor ich hier versuche rumzuklettern. Und ich habe schon wieder einen Codec geöffnet. Denn die Kletterpartie dauert jetzt ein wenig länger und ich will nicht zwischendurch einfach runterfallen. Das wäre nicht schön, deshalb essen wir gleich mal die Korallenschlange. Kann man machen, sagt er. Übrigens, wenn ich vergiftet werde, ist auch kein Problem. Es gibt natürlich in meinem Heilungs-Item auch dagegen was. Und das müsste ich auch schon haben, dementsprechend. Alles okay. So, zack, runter und rüber. Ah, falsche Richtung. So, jetzt wird nämlich alles ein bisschen komplizierter. Ah, warum soll es auch leicht sein? Wenn ich Pech habe, falle ich direkt in die Krokodile. Sehr gut. Erinnert ein bisschen an Metal Gear Solid 2, wo ich mit Wyden mich von der Strut einfach runterhängen lassen kann, um dann auf die nächstuntere Strut zu kommen, wenn ich im richtigen Moment die Action-Taste drücke. Wenn nicht, dann sterbe ich da direkt. Hier hätte ich am besten noch eine kleine Chance. So, weiter geht's hier nicht. Genau. Nur um hier hinzukommen. Und was kriege ich Tolles für diesen akrobatischen Glanzakt? Die Krokodilskappe. Ich finde sie so super. Aber ich benutze sie eigentlich nie, weil sie so dämlich ist. Ich glaube, die ist im Rucksack drin, genau wie die Kartons. Genau. Habe ich noch einen Platz frei? Ja, habe ich noch. Krokodilkappe rein. Und aufgesetzt. Snake Eater. Sehr schön. So. Ich bin ein Krokodil. Ab und zu klappt sich da, glaube ich, mein Maul auf und zu. Oder kam das jetzt vom... Ja, das kam vom Ducken. Und jetzt kann ich als Krokodil quasi rumsneaken. Es hat Vorteile dahingehend, dass wenn ich so um eine Ecke sneake, wo gerade ein Typ ist, also ein feindlicher Soldat, und der sieht nur den Kopf, während... ich quasi da so vorsneake, rennt er sofort schreiend weg.
Habe ich noch nie ausprobiert, ganz ehrlich, kann ich ja hier mal testen. Aber ich finde es sehr, sehr lustig auf jeden Fall. So, rein hier. Kann damit auch so im Wasser quasi umher watscheln, ohne dass es quasi jemanden stört. Beziehungsweise ohne dass jemand erkennt, dass ich es bin. So, das Schmatzgeräusch war auch wieder da. Dementsprechend ein Blutigel. So, aber genug mit dem Quatsch. Es gibt bestimmt in den Untiefen dieses Meeres da noch etwas, zum Beispiel da hinten. Na, da gehen wir mal schnell noch hin. Wenn es denn schon so auf dem Präsentierteller ist. Obwohl wir an Munition gerade ziemlich gut aussehen, da ist wieder ein Blutegel gewesen. Blendgranaten, naja. Für mich vielleicht gar nicht so schlecht, denn in den schlimmen Situationen, wenn sie plötzlich alle auf mich zukommen, dann werfe ich ein paar Blendgranaten oder Brandgranaten und renne einfach weg. So. Wo wir wieder hier wären. Heilmittel, zack, zack, zack. Die leechen mir halt die ganze Zeit meine Stamina raus. Und das muss ich nun wirklich nicht haben. So, wie ihr gesehen habt, man sieht prima Pilze mit dem Infrarotgerät. Zack. Pilze sind einmal zum Essen gut und sie bringen meistens auch hier diese Mittel mit sich. Moment. Auf der rechten Seite auf der linken Seite diese Medizinmittel. Dementsprechend immer schön Pilze sammeln. Obwohl ich im echten Leben Pilze hasse wie die Pest, zumindest zum Essen. Findest du eine lustige Erfindung der Natur quasi? Weil die wachsen ja wirklich überall und ohne Licht und so. Ich finde das ziemlich fetzig. Aber im Endeffekt, sie schmecken absolut erbärmlich. So, hier, diese Fallen meinte ich, die sind komischerweise rot. Ergibt für mich nicht ganz so viel Sinn, dass sie irgendwie Wärme ausstrahlen. Aber naja, helfen einem eben gut dabei, sie zu erkennen. Denn da oben kommt dann so ein Ast runter und ja, haut mich ganz schön weg. Kann ich wunderbar mit einer Waffe auslösen. Nimm meine M19 ohne Schalldämpfer, denn hier ist niemand, der sich irgendwie durch einen Schuss gestört fühlen könnte. Zack. Und der hätte mich getroffen. Und der hat mich bei den ersten Malen auf jeden Fall getroffen. Denn wer achtet denn auf so einen komischen Fallen? So, Messer zum Abernten. Gut, die Pilze bringen anscheinend wirklich bloß Pilze. Aber es gibt auf jeden Fall Pilze, die bringen auch solche Heilmittel mit. So, hier oben war noch was. Möchte ich meinen, gesehen zu haben. Ja, Früchte. Früchte bringen ausgezeichnete Wiederherstellung der Stamina. Dementsprechend, zack, Obst. So, MK22 wieder raus und weiter ins nächste Gebiet.